Einen wunderschönen guten Morgen auch hier bei den YouTubern für unser Videotagebuch. Es ist der Donnerstag, 25. November. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben es 8.35 Uhr. 8.35 Uhr. Es ist Thanksgiving und wir ziehen heute, wir versuchen den Trade trotzdem zu machen, aber es ist Gefahr und wir sehen die erste Big Number, die wir hier haben, ist die 15.907 und die ist direkt auch beim Daily Pivot. Also Vorsicht hier geboten. Wir haben ein Gap von gestern Abend zu heute nach oben. Daily Pivot liegt heute auch, wie gesagt, hier bei 15.889. Wir bleiben nochmal bei dem Chart, schauen uns einmal die Blue Boxen an. Nochmal zum Regelwerk, Blue Boxen auf dem Minutenchart, kleiner als 30 sind ideal, kleiner als 20 sind extrem interessant, die zu traden. Ja, da kann man sogar etwas erhöhtes Risiko eingehen. Wir sehen nochmal gestern, wir haben eine 22er Box, die direkt hier aus dem ersten rausgegangen ist. Dann hatten wir eine 28er direkt raus aus dem ersten. Also die sind von der Qualität her sehr, sehr gut, wenn man die Uhrzeiten dann noch mit hinzunimmt, dass man gute Uhrzeiten nimmt und nicht irgendwie kurz vorm Schlafen gehen. Ja, okay, links haben wir die Vola-Boxen, das sind die grünen Boxen. Und hier haben wir noch gestern Abend von den Schulungen, habe ich hier noch ein paar Zahlen, die nehme ich mal hier weg. Ja, wo kommen die Vola-Boxen heute rein? Wir haben eine Vola-Box bei 15.861. Das heißt, wir sind dort ein Stückchen tiefer, 61. Das wäre auch ideal für eine Hedge-Auflösungstrade, wenn nicht heute Thanksgiving wäre. Hätte wenn und aber da unten kommt der Markt rein. Also so der Forecast. Okay, wir gehen einmal in die aktuellen Dailies rein, Tagescharts. Das machen wir heute gemeinsam. Lass den Scan einmal durchlaufen. Und dann gehen wir gleich auch rein in die Märkte. Gold, Short. Audi Neuseeland ist in den Gewinn gelaufen. Wer gestern Abend den getradet hat, Schweizer Franken Yen, ist in den Gewinn gelaufen. DAX Short Setup ist auch in den Gewinn gelaufen. Britisch Pfund Australien Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Britisch Pfund Kanadisch Dollar ist auch. Und wir sehen hier, der Markt dreht hier nochmal ab. Also hier knapp. Und da gibt es morgen das Gegensignal. Britisch Pfund Schweizer Franken in den Gewinn, Britisch Pfund Neuseeland, Stocks ist auch in den Gewinn und UK ist auch in den Gewinn gelaufen. Und wir sehen hier auf den Wochenbasischarts hat sich nichts ergeben. Das heißt, wir haben dort keine großen Bewegungen aktuell. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein und fangen heute an. Ich habe hier Öl stehen, Vorlage Zickzack-Linie und gehen heute in den Dailies rein. Daily Öl auf Tagesbasis Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Nächster Markt hier ist Gold. Gold Daily Long heute, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold, Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 Minuten Long. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Gehen in Bitcoin. Bitcoin bei 57.000. Daily Long. 4 Stunden Short. Stunde Long.
30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also, der dreht wieder. Ethereum 4000. Auf Daily sind wir hier Long. 4 Stunden sind wir Short. Stunde sind wir Long. 30 sind wir Long. 15 sind wir Long und 5 Minuten auch Long. Also da geht es auch weiter nach oben. Gold haben wir, Öl haben wir und der letzte Markt ist der DAX. Ups. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, nee, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde auch Short und dann dreht der Markt. Gut, Volaboxen platziert, MTX einmal auf unsere Charts hier. Da haben wir auch noch nichts. Ich wünsche gutes Gelingen und hier nochmal der Hinweis, es ist heute Thanksgiving, also bitte aufpassen. Ja, gegebenenfalls gar nicht treten heute. Wie gesagt, heute Thanksgiving und Vorsicht bei Traden. Es könnte sehr, sehr ruhig und seitwärts laufen. Wir haben Gap um bei der Big Number. Da haben wir auch, also um der 15.900er Marke, da haben wir auch die erste Falle platziert, wenn er reinläuft. Und wir sehen unten die Vola-Boxen bei 15.861, 15.817. Stehen Sie bereit? Nein, muss noch ein Punkt, brauchen wir noch. Ein Punkt fehlt.